Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Guten Morgen in die große Runde. Willkommen zum Webinar über den Cognitive Classifier, die Klassifikation von Dokumenten mit unserem neuen Klassifikationsverfahren unter Einsatz von KI. Ich würde gerne ein paar organisatorische Themen erstmal noch sagen. Zuallererst mein Dank an den Marc Drewing, der mich hier unterstützt, dieses Webinar zu halten, einen Kundenbericht seitens der DBK über die Einführung der Cognitive Classification uns hier präsentieren wird. Organisatorisch ist es so, wir würden alle bitten, Kameras und Mikros auszustellen, so dass nicht automatisch schon der Fall ist. Wir haben das so voreingestellt, aber es klappt leider nicht immer. Wenn Fragen sind, dann dürfen Sie die gerne jederzeit in den Chat reinschreiben. Der Felix Burkhardt von unserer Seite wird den überwachen und wird die Fragen auch an passender Stelle dann einstreuen, falls ich es nicht selber sehe und machen kann. Würde mich auch gerne bei Felix, Niklas und Nathalie für die Orga des Webinars bedanken. Wir haben erfreulich viele Teilnehmer und Anmeldungen wieder gehabt. Das zeigt uns, dass das Thema mit Sicherheit spannend ist für alle. Und ja, die wichtigste Person, der Herr Drewing, wird neben mir heute das Webinar halten. Ich glaube, zu mir muss ich gar nicht viel sagen. Bekannt aus dem Hause, das aus dem Vertrieb. Freue mich auch, so viele Namen zu sehen als Teilnehmer, die ich persönlich kenne und die mit mir schon persönlich Kontakt gehabt haben. Und ich habe gerade schon am Rande eine Frage gesehen. Ja, die Folien verteilen wir an den Teilnehmerkreis. Also wir werden die wie immer zur Verfügung stellen, so dass keiner mitschreiben muss, sondern sich jetzt entspannt zurücklehnen darf und die Folien anhören. Marc, herzlich willkommen in der Runde. Danke, dass du die Dreiviertelstunde Zeit für uns hast und mit mir gemeinsam das Thema vorstellst. Stell dich doch bitte kurz selber vor. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Marc Drewing, bin jetzt mittlerweile seit gut 5 Jahren bei der DBK in der Position des Gruppenleiters für das Input Management und ja, kümmere mich mit meinem Team um jegliche Art von Digitalisierung bei uns im Hause. Wunderbar, vielen Dank. Und dann würde ich vorschlagen, steigen wir doch auch direkt ins Thema ein. Bevor wir zu dem konkreten Projekt und dem konkreten Anwendungsszenario des Cognitive Classifiers kommen, Marc, was treibt denn ihr im Input Management unter deiner Gruppenleitung insgesamt? Angefangen haben wir mit dem, ja, ich sag mal, mit dem Pilotprojekt der Digitalisierung der Eingangspost im Jahr 2013. Da haben wir mit der Unfallleistung angefangen. Sehr übersichtlicher kleiner Mandant. Ja, und ja, haben dann das ganze Digitalisierungsthema auch in eine, ich sag mal, ein neues Team gegründet, ein Team Input Management. Am Anfang waren wir zu zweit, ich und ein Entwicklerkollege. Mittlerweile zählen wir schon 10 Teammitglieder, darunter 2 Business Analysten und 8 Entwickler. Wobei hier ein Business Analyst und 3 Entwicklereien für Smartfix fokussiert sind und die anderen noch andere Digitalisierungsprojekte und Thematiken abdecken. Ja, wir haben uns eigentlich 2 große Ziele gesteckt. Primär natürlich erstmal die Digitalisierung aller Sparten der DBK-Gruppe, ne, also Krankenversicherung, Lebensversicherung, allgemeine Versicherung, Bausparkasse, dass diese digital arbeiten können. Im Anschluss, sekundäres Ziel ist natürlich der Ausbau der Digitalisierung, also sprich die Dunkelverarbeitung, ne, also dann den Nutzen schöpfen, den man auch mit der Digitalisierung dann vorbereitet hat. Ja, ein Auszug über aktuelle Aufgaben sind neben natürlich der Digitalisierung der einzelnen Sparten auch so Randthemen wie zum Beispiel Digitalisierung von Dokumenten, die noch auf Mikrofilme gespeichert sind. Ja, also ich bin noch in dem Alter, ich habe vor der DBK noch keinen Mikrofilm gesehen oder keine Dokumente auf Mikrofilm. Auch eine neue Erfahrung. Ja, da sind wir dabei, das alles zu digitalisieren. Wir sind in den letzten Zügen der Digitalisierung oder der Anbindung der Lebensversicherung. Die Bausparkasse haben wir Ende letztes Jahr komplett umgesetzt. Und ja, uns fehlen noch 2 Leistungsbereiche der Allgemeinversicherung. Die sind jetzt in Planung. Und wir haben angefangen mit den Workshops für die Krankenversicherung. Das ist so ein Auszug. Also wenn man es zusammenfasst, Marc, dann ein typisches Input-Management über alle Sparten, über alle Eingangskanäle, oder? Korrekt, genau. So, jetzt haben wir ja heute das Thema Cognitive Classification. Das heißt, heute beschäftigen wir uns vorrangig im Kontext der Input-Management-Strecke über den Komplex der Klassifikation.
Wo lag denn da bei euch die Herausforderung? Wo war der Anlass zu dem, was wir hier jetzt als Projekt dann auch vorstellen? Also gerade in der Bausparkasse und in der Kfz haben wir natürlich viel mit Objektbilder zu tun gehabt, mit Unfallschäden und Personalausweise. Und ja, da haben wir halt gesehen, dass wir mindestens 80 bis 100% von diesen, ja, ich sag's jetzt mal, Bilddokumenten in eine manuelle Nacherfassung haben, ne? Dadurch ist natürlich die Gesamtquote hat sich verschlechtert. Und ja, man war mit den bisherigen Bordmitteln, die zur Verfügung standen, ist man nicht ganz zurechtgekommen. Ne? Also ich glaube, unter 80% Nacherfassung haben wir es nie gekriegt. Ja? Und das hat uns damals ja, zur Überlegung gebracht, vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Und ja, dann kam ja, weiß nicht, wie der Cognitive Classifier zuerst hieß damals, aber dann kam ja ich sag's mal, Bildklassifikator von euch. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir was tun damit, ja, das zu verbessern. Ja, das ist schön, dass du die Historie erwähnst. Bildklassifikator, ich glaube, er hieß dann mal Visual Classifier, weil er tatsächlich eben auf das Visuelle, Ja, auf das genau. Bild Dann ausgelegt war. irgendwann mal Hybrid-Classifier, glaube ich Hybrider noch. Classifier hieß er dann eine Weile, mittlerweile heißt er Cognitive Classifier und der Name hat sich auch schon seit einem guten Jahr etabliert. Ich glaube, wir haben vor circa einem Jahr haben wir von Seiten Insiders ja schon mal ein Webinar hierüber gehalten, aber eben nur aus Anbietersicht und nicht aus Anwendersicht. Das ist ja das Schöne, dass wir heute auch den Erfahrungsbericht geben können. Vielleicht so ein bisschen zu der Historie. Also das eine, was ich an diesem Beispiel sehr schön finde, ist eben, und das ist ja immer wieder das, was uns treibt, ein Problem bei einem Kunden wird zu einer Lösung, die wir anbieten können. Und die Initialzündung war eben tatsächlich die DBK und der Markt Reding, der sagte, Mensch, hier, ich habe hier ein Riesenproblem, das ist aufwendig, ich habe da viel manuelle Aufwände, kann man das nicht auch automatisieren? Und wer das aus der Historie bei uns kennt, jetzt nehme ich mal den Begriff Autoclassifier in den Mund, ein Klassifikator, der eben im Wesentlichen textbasiert arbeitet, funktioniert bei Bildern nicht. Wenn jetzt häufiger hier in der Präsentation, in dem Webinar, der Begriff Bild auftaucht, dann würde ich das am Ende gerne auch auflösen, dass natürlich dieser Klassifikator nicht ausschließlich für Bilder eingesetzt wird, sondern das ist der Klassifikator für alles, was reinkommt, der auch Bilder kann. Und das ist der große Unterschied zu früher, dass eben Bilddokumente im Wesentlichen nur als Anlage oder als unklassifiziert durchs Input-Management gelaufen sind und mit dem Cognitive Classifier ja genauso verarbeitet werden können wie Textdokumente, die der eben auch kann. Ja, wie sieht die Lösung an der Stelle aus? Natürlich. Cognitive Classification hat genauso wie der Autoclassifier ganz viel mit KI zu tun. Ich glaube, die Folie hat der ein oder andere schon mal gesehen. Trotzdem finde ich sie so schön plakativ, dass ich sie gerne noch mal zeigen möchte, wie eben Cognitive Classification auch im Unterschied zu rein textbasierter Klassifikation funktioniert. Wenn man, und das ist wahrscheinlich jetzt sehr abgedroschen, das Beispiel, wenn man diesen Personalausweis noch mal nimmt, dann glaube ich, kann sich ja jeder von uns vorstellen, wie erkennen wir den? Wir Menschen, wie erkennen wir den? Wir erkennen den im Wesentlichen, weil er so aussieht, wie er aussieht. Und das ist jetzt eine sehr platte Aussage, aber im Grunde genommen ist das auch schon die ganze Wahrheit. Er sieht eben auch so aus. Es steht drauf, Personalausweis Bundesrepublik Deutschland. Es steht noch mehr Text drauf, aber vor allem ist es dieser visuelle Eindruck, den das Dokument hinterlässt, der dazu führt, dass wir als Menschen in der Lage sind zu sagen, ja, das ist ein Personalausweis. Und wir haben hier exemplarisch jetzt mal so ein paar Beispiele rausgezoomt. Normalerweise, wenn ich einen Ausweis vor die Nase gehalten kriege, dann gucke ich schon drauf, steht da auch Personalausweis drauf. Aber ehrlicherweise ist das ja eigentlich nur so ein implizites Merkmal. Denn ich als Mensch, wenn mir das einer in die Kamera hält oder vor die Nase, ich erkenne ja auf einen einzigen Blick, das ist ein Personalausweis. Und diese Merkmale, die dazu führen, das sind eben zum Beispiel diese Elemente Text rechts, Bild links, dicke Überschrift oben und irgendwo eine Unterschrift unten. Das sind auch die Wasserzeichen. Und erst wenn ich da mal genauer hinschauen will, ist es wirklich ein Personalausweis und ist der wirklich gültig, dann würde ich ja anfangen, die Texte zu lesen. Und von der Klassifikation her ist unser Ansatz in der Vergangenheit, also quasi lange vor dem DBK-Projekt gewesen,
dass wir uns nur mit den Texten beschäftigt haben auf einem Dokument und naturgemäß sind wir eben dann gescheitert, wenn der Text nicht lesbar war oder noch schlimmer, und da wird Marc dann gleich von berichten, wenn gar kein Text auf Dokumenten draufsteht, ja, dann kann ich auch nichts klassifizieren. Und mit dem Cognitive Classifier und deswegen auch diese Namenshistorie Visual Classifier ist es uns eben tatsächlich gelungen, einen auf Deep Learning basierten Klassifikator zu realisieren, der nicht nur die Textmerkmale eines Dokumentes lernt und für sich einordnet und bewertet, sondern der auch die bildhaften Merkmale mitnimmt. Und Beispiele sehen Sie eben hier herausgezoomt. So, und wenn man das jetzt alles einmal durch den Fleischwolf dreht, dann wird dieser Klassifikator eben zu der Erkenntnis kommen, jawohl, das ist ein Ausweis. Und erst wenn man dann genaueres wissen will, dann käme natürlich im zweiten Schritt die textbasierte Verarbeitung dazu. Wenn man wissen will, wer ist denn eigentlich die Person da drauf, wann ist die geboren, wie lange ist der gültig, welcher Ausweisnummer hat das. Das geht natürlich mit bildhaften Verfahren alleine nicht mehr, da brauche ich dann textbasierte Verfahren. Aber, und das ist das Wichtige, was wir hier kombiniert haben, das sind die Ansätze, die wir schon immer im Produkt hatten, die im Wesentlichen auf Texte ausgegangen sind, mit den Deep Learning-Ansätzen und den neuronalen Ansätzen, die dazu führen, dass wir eben auch diese Bildmerkmale im Portfolio jetzt haben und damit wirklich auch gemischtes Beleggut jeglicher Art und Weise verarbeiten können. Und im Zweifel, das ist dann auch was, was Sie, ich zeige jetzt mal einen Screenshot von der Oberfläche, was Sie hier an dieser Stelle auch quasi aus der Trainings- und Testphase rausbekommen können. Sie kriegen auch als Feedback, über welche Merkmale hat der Klassifikator eigentlich eine Klasse gelernt. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich eine klassische E-Mail-Freitext im Wesentlichen über den Text klassifiziert wird, weil da ist nicht viel anderes drin. Dass aber zum Beispiel ein Formular oder eben Ihren Ausweis oder eine Sterbeurkunde, und jetzt gehen wir mal weiter in den Bereich wirklich Bilder, so Unfallfotos oder Immobilienfotos oder Schadenbilder, wo wenig Text drauf ist, dass da der Schwerpunkt immer stärker dann in Richtung der bildhaften Merkmale kippt. Und wer die Oberfläche schon mal gesehen hat in der Vergangenheit, der weiß, dass das ziemlich identisch aussieht zum Autoclassifier. Das heißt, wir haben im ersten Schritt im Grunde genommen nur das Klassifikationsverfahren erweitert von textbasiert auf bildbasiert. Aber die Herangehensweise, wie ich das mache, wie ich trainiere, wie ich teste und wie ich optimiere, die hat sich im Grunde genommen überhaupt nicht verändert. Sodass auch für die Leute, die schon mal eine Schulung in dem Bereich gehabt haben, sich im Grunde genommen nur ein einziger Punkt wirklich ändert, nämlich welches Verfahren wähle ich. In der Vergangenheit Autoclassifier, heute Cognitive Classifier. Aber ansonsten von der Vorgehensweise bleibt im Grunde genommen alles gleich. Das heißt, ich habe hier meine Dokumentklassen auf der linken Seite, ich brauche Trainingsmengen dafür. Gar nicht so viele, das ist ja immer unser Bestreben, dass man an der Stelle relativ, mit relativ geringen Mengen starten kann, also 10, 20, 30 Beispiele pro Klasse. Man trainiert, man kriegt ein Feedback, wie gut oder schlecht bin ich, man kriegt die Confusion Matrix, man kann hier seinen Arbeitspunkt definieren, wie viel Automatisierung möchte ich haben im Vergleich zu wie viel Fehler akzeptiere ich denn dabei. Man kann dann mit Erweiterungsmengen diesen Klassifikator erweitern und gegen eine Testmenge laufen lassen, einfach um immer wieder zu sehen, wo stehe ich. Und hier stelle ich jetzt beispielsweise nur mal fest, es gibt bestimmte Dokumente, wo noch viel rot ist. Das sind natürlich dann Dokumente, wo ich gezielt hinschauen sollte, warum ist da so viel rot und wie kann ich das verbessern. Ja, Erweiterungsmenge gleich Machine Learning, wie es so schön heißt in der KI-Welt. Dieses Tool bietet einem so wie bisher auch die Möglichkeit, auch im laufenden Betrieb weiterzulernen. Was wir in diesem Bereich nicht empfehlen, ist das Unüberwachte, das Unsupervised Learning, also einfach im Hintergrund lernen auf Basis dessen, was der Mensch getan hat, sondern wir empfehlen, dass man über die Verifikation, also über das Klassifizieren durch den Menschen, weitere Trainingsdokumente sammelt. Das kann man in der Testphase schon tun, das kann man aber auch in der Produktion tun und dann den Cognitive Classifier ganz gezielt nochmal neu trainiert und optimiert und das in einer kontrollierten Umgebung macht, immer mit dem Ziel, dass man eben nicht verschlimmbessert, sondern tatsächlich verbessert. Das ist so das grundlegende Prinzip, wie der Cognitive Classifier funktioniert. Aber jetzt will ich gar nicht zu viel von Seiten Insiders darüber reden, weil dazu hatten wir schon ein Webinar, dazu können wir gerne vertiefende Präsentationstermine und Beratungstermine machen. Marc, jetzt wieder in deine Richtung geschaut, was ist denn rausgekommen? Was ist denn geschehen?
Genau, also wir hatten insgesamt eine Projektdauer von circa einem Monat. Da haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Hatte aber auch ja, mit der Historie zu tun. Wie du eben sagtest, vorher war es der Visual Classifier ne, auf Bilder ausgerichtet. Jetzt ist es ein hybrider Ansatz, also sowohl Bild- als auch Textdokumente. Und da wollten wir natürlich auch prüfen, ob der Einsatz des Cognitive Classifiers nicht unsere jetzige Erkennungsrate bei normalen Dokumenten, also ohne Bilder, ob der die dann nicht verschlechtert. Ne? Deswegen haben wir uns da ein bisschen mehr Zeit genommen und haben dann auch zum Beispiel mit Statistiken erhoben anhand von einer Beispielmenge und haben dann diese Statistiken nachher nochmal verglichen unter dem Einsatz mit dem Cognitive Classifier. Ne? Also, aber generell, wie sind wir vorgegangen? Also klar, das kaufmännische Themen wie Lizenzmodell etc., wie schon gesagt, Erstellung von Testdokumenten, Statistikdaten, Installation auf einer gesonderten Umgebung und dann Aufbereitung der Testmengen. Ja, genau. Jetzt haben wir mit einer Sparte angefangen. Wir hatten die Bausparkasse genommen, weil dort viele Objektbilder dort sind von Häusern, von Grundstücken, von Zimmern etc. Und da haben wir uns den größten Nutzen von versprochen und auch Dokumente da sind, sowohl mit Text und auch Bild. Ja, also es war ein sehr guter Pilotmandant. Und ja, haben es dort ausgerollt und sind jetzt dabei, sukzessive in anderen Sparten den Cognitive Classifier auszurollen. Genau, den Ausblick, da kommen wir auch nochmal drauf zu. Jetzt hast du hier mal vom Vorgehensmodell berichtet. Steht noch so ein kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Punkt: Klärung kaufmännischer Themen, Lizenzierung etc. Das war ja damals, als wir begonnen haben, für uns alle Neuland, haben wir dann aber auch alles sehr, sehr kompliziert geregelt. Und ansonsten, wenn man das so liest, im Grunde genommen gleiches Vorgehen wie in der Vergangenheit bei der Klassifikation, auch nur mit einem anderen Tool, oder? Genau, korrekt. Genau. Ja, Nicht viel dann anders. lass uns doch mal, auch weil da schon eine Frage kam im Chat in Richtung Aufwand, lass uns doch mal so ein paar quantitative Zahlen, teil uns doch mal die mit uns. Genau, also wir konnten sehen, anhand von einem Beispiel ja, von einer Beispielmenge von knapp 18.000 Dokumente, dass wir jetzt bei einer Verringerung der Nacherfassung, ja, wie vorher schon mal erwähnt, von 80 bis 100% jetzt ungefähr auf 15,6 sind. Ja, es hat sich schon mal erheblich verringert. Dabei muss ich sagen, ohne jetzt großartig noch den Cognitive Classifier dahingehend zu optimieren. Klar, wir mussten natürlich die Beispielmengen vorbereiten und aufbereiten, aber man konnte schon auf einen Schlag sehen, dass es hier eine erhebliche Verbesserung mit sich gebracht hat. Im Bereich Personalausweis, Identifikationsnachweise, da haben wir auch von knapp 42 Dokumenten sind wir runtergekommen auf ja, fast 9.000 Dokumente. Ne? Also auch hier eine Nacherfassung von ungefähr 21%. Ne? Also auch das kann sich jetzt schon sehen lassen. Da ist noch Luft nach oben, aber man ist schon mit dem ersten Wurf schon sehr zufrieden, wenn man auch bedenkt, dass zum Beispiel auch Objektbilder auch ein großer Teil des Gesamtvolumens ist in dem Mandanten. Ja, das also hat schon eine große Hebelwirkung gehabt. Ja, was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir doch viel Zeit gebraucht haben, die bestehenden Trainingsmengen nochmal zu sichten und aufzubereiten. Also auch da ist es nicht so, dass man alle Trainingsmengen also eins zu eins übernehmen konnte, gerade bei den Dokumentklassen, wo Bilder halt vorkommen, wie bei Objektbilder. Da haben wir nochmal geschaut, dass wir da auch, ich sag mal, von der Qualität her gutes Trainingsmaterial haben. Ja, da hat man auch noch eine Verbesserung dann feststellen können beim Cognitive Classifier. Ja, vom Aufwand her würde ich so schätzen, wenn man das mit den Statistikdaten jetzt nicht macht. Wie gesagt, wir haben es am Anfang gemacht, weil wir mit einer der ersten waren, die den Classifier eingesetzt haben, um zu gucken, ob der Classifier uns nicht auch die alte Klassifikation verschlechtert hat. Ich denke mal, wenn man das nicht macht, wenn man ungefähr so bei 5 bis 10 Tagen, bis man den mal komplett installiert und eingerichtet hat. Hier ist gerade eine Frage dann im Chat gekommen, die passt ganz gut zu der Folie, nämlich wie viele Bildklassen, steht in Anführungszeichen, werden denn eigentlich unterschieden? Also wie viele
Unterschiedliche Klassen habt ihr jetzt im System, die in den Bereich der Bilder fallen würden? Okay, gut. Wir haben natürlich fast in jedem Mandanten Personalausweise. Wir haben jetzt hier zum Beispiel bei der Bausparkasse auch Objektbilder. Wir haben Unfallbilder von der Kfz. Wir haben, ich glaube, das. Also ich würde mal sagen, so fünf Dokumentklassen, die auch ein großes Volumen ausmachen. Die so reinen ungefähr. Also die genau. Reine. Genau. Genau. Ich glaube, das ist auch also insofern vielen Dank für die Frage. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Es geht hier tatsächlich weniger darum, eine ganz filigrane, detaillierte Analyse eines Bildes zu machen. So nach dem Motto, ist das jetzt ein Dachfenster oder im ersten Stock oder im Erdgeschoss oder ist da ein BMW oder ein Mercedes auf dem Foto zu sehen oder ein iPhone oder ein Galaxy oder irgendetwas. Es geht einfach darum, Dokumente, die typischerweise in großen Mengen, gerade eben im Bereich jetzt hier Immobilienfinanzierung oder eben Schaden in den verschiedenen Schadensparten kommen, zumindest mal zu wissen, was habe ich denn da bekommen. Das ist ja der große Unterschied zu früher. Da war es einfach eine Anlage, die dann manuell von jemandem gesichtet und kategorisiert worden ist. Insofern ist gar nicht das Ziel, jetzt auf einmal hunderte von Bildklassen erkennen zu können, sondern Cluster zu bilden und zu sagen, was ist denn da überhaupt? Bei der Immobilienfinanzierung brauche ich halt mal irgendwie ein Objektbild und einen Grundriss und eine Bauzeichnung. Und das sind eben genau die Dokumente, die wir bisher nicht erkannt haben, die wir jetzt erkennen können. Gut, dann kam eine weitere. Jetzt kommen noch mehr Fragen, das ist schön. Nächste Frage war, ob man Fake-Bilder oder zum Beispiel auch gefälschte Personalausweise damit erkennen kann. Weiß nicht, Marc, willst du auf was antworten? Sonst kann ich es tun, weil das war, glaube ich, gar nicht so der Fokus von euch. Ne? Nee, also der Fokus war das nicht. Es ist so, wie du es eben beschrieben hattest, wir wollten erstmal die Erkennung, also die Nacherfassung runterschrauben und die Erkennungsquote höher schrauben. Bei der nächsten Folie, also wir kommen ja auch nochmal zum Ausblick, da hätten wir natürlich auch, also das sehen wir auch, da steckt noch großes Potenzial drin, ja, auch vielleicht, weiß ich nicht, so Unterschriftenvergleich oder Erkennung von gefälschten Dokumenten oder Bildern, das ist natürlich sehr interessant, ja, auch für uns, aber im Moment kein Fokus und ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass wir schon so weit sind, das zu machen, oder? Also ja, genau. Also das wäre jetzt auch nochmal die Anbieterantwort, die Insidersantwort dazu. Das Thema Betrugserkennung ist ungefähr so alt, wie es die Firma Insiders gibt und noch viel älter natürlich. Aber uns beschäftigt das eigentlich immer. Die Krux ist natürlich für uns, wie kann man das erkennen? Und letztlich können wir das immer nur erkennen durch eine Abweichung von dem, was wir als Standard gelernt haben. Also eine Abweichung von dem, was trainiert wurde. So, jetzt ein offensichtlich gefakter Personalausweis beispielsweise, der würde wahrscheinlich in der Klassifikation nicht als automatisch und sicher klassifiziert werden, weil er doch deutlich abweicht von dem, was so der Lernbereich ist. Und würde in der manuellen Nachbearbeitung landen, aber nicht mit dem Hinweis, Achtung, Fälschung, sondern einfach nur mit der Erkenntnis, ich kann es nicht klassifizieren. Sodass am Ende eben diese Entscheidung gefälscht oder nicht bei uns, bei Menschen landen würde. Und zwar dadurch, dass die Maschine einfach sagt, das ist nicht so richtig plausibel. Noch schlimmer wird das natürlich bei wirklich gefakten Bildern. Im Grunde genommen haben wir da nur eine Chance zu sagen, wir erkennen nicht, was das sein soll, weil es eben eine Abweichung gibt von dem Sollzustand, den wir gelernt haben. Und dann ist der Mensch gefordert. Eine echte Betrugserkennung oder eine Fake-Erkennung würde man auch anders trainieren müssen. Da müsste man nämlich quasi trainieren, was ist der gewünschte Zustand und was sind potenzielle Abweichungen davon. Also wo kann es überall Abweichungen geben? Ist in der Theorie auch möglich, allerdings tatsächlich nicht unser Fokus. Und wenn es dann wirklich in Bildmanipulation geht, also was weiß ich, wenn das Auto, was rot sein soll, tatsächlich blau ist oder umgekehrt, ich glaube, da hätten wir dann überhaupt keine Chance mehr, sowas mit diesem Ansatz noch zu trainieren. Das ist dann nochmal komplexer, weil man eben auch die falschen Bilder mit trainieren müsste und dann noch die Abgrenzung machen muss zwischen soll und ist. Zweite Frage, die ich jetzt mal gleich mit beantworte, die Unterscheidung Auto und Handy, ja, die ist möglich, weil das würde man genauso als Cluster sehen. Man würde
Kfz-Bilder als einen Haufen nehmen, man würde Handybilder als einen Haufen nehmen, man würde Immobilienfotos als einen Haufen nehmen. Man könnte das auch noch ein bisschen filigraner machen und sagen, Bilder vom Dach, wenn es Hagelschäden sind, oder Bilder von den Fenstern, wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, oder Bilder von Wasserschäden. Also so Cluster kann man bilden und damit trainieren. Was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, das macht man nicht getrennt dann von den anderen Dokumentklassen, sondern in einem Aufwasch, ne? Also man bildet die üblichen Klassen, die textbasierten und die bildbasierten in einen Topf und trainiert alles auf einmal. Man muss eben, und das hatte Marc ja gerade auch nochmal deutlich gesagt, man muss einfach schauen, dass man für jede Klasse, die man erkennen will, auch repräsentative Beispielbilder hat. So, wenn wir schon im Fragenteil sind, Spartentrennung. Spartentrennung ist tatsächlich etwas, was auch in diesen Bereich fällt, nämlich in den Bereich der kognitiven Klassifikation. Das ist allerdings für die Erkennung, welche Sparte gehört etwas, nur ein Merkmal. Für die Spartenerkennung, da trainieren wir nicht nur den Cognitive Classifier, sondern wir kippen quasi in die Lernmengen auch noch rein andere Merkmale. In der Versicherungswelt natürlich immer die Versicherungsnummern und die Schadennummern, die ja auch starke Hinweise auf bestimmte Sparten geben können. Und das Ganze wird quasi doppelt trainiert. Einmal über den Cognitive Classifier und dann gibt es noch einen Ansatz, der nennt sich Matrix Classifier, den man oben drauf setzt und alles, was man gelernt hat, damit nochmal trainiert. Dazu hatten wir auch schon mal ein Webinar, das können wir auch gerne nochmal individuell dann wiederholen, da von dort, wo die Frage gestellt wurde. Aber im Grunde genommen eine Basis für die Spartentrennung ist auch dieser Ansatz, denn auch hier brauche ich sowohl die Text- als auch die bildbasierte Klassifikation als ein Merkmal, wie man dann die Sparte erkennen kann. Und die DBK, Marc, ihr habt das ja auch auf der Agenda, das Thema Spartentrennung. Da wird man tatsächlich dann mehr tun müssen, als nur den Cognitive Classifier zu trainieren. Aber es ist ein Bestandteil davon. Mhm. Frage, wie viele Trainingsbilder werden pro Klasse etwa verwendet? Gibt es ein vortrainiertes Deep Learning Modell? Wie viele Trainingsbilder pro Klasse hattet ihr, Marc? Das kommt natürlich auf die Klasse an, ne? Also bei Objektbilder, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Da haben wir über 300, 400. Ja? Aber bei so Kfz-Bilder etc., da sind wir so irgendwie um den 40, 50, 60 Bereich. Und bei Ausweisen, glaube ich, auch so irgendwie 150. Weil die sind auch leicht zu sammeln, ne? Also es ist vom Volumen her auch groß, ne? Da hat man relativ schnell viele Trainingsbilder und von daher sind die Trainingsmengen bei diesen Dokumentklassen auch eher höher als bei den anderen. Ja, also das Thema Trainingsmengen, du hast es ja auch schon betont, ist natürlich das zentrale Thema, ne? Und das ist am Ende genau das Thema, wo immer die Aufwände reinfließen. Aber du kennst es jetzt aus der Anwendersicht, wir kennen es aus der Beratersicht. Nichts ist schlimmer, als in den Trainingsmengen Dokumente zu haben, die uneindeutig sind, und noch schlimmer, wir kriegen die ja raus durch das Training. Das sind die Dokumente, die uns Probleme machen, wo der Classifier dann sagt, weiß nicht so recht. Das Schlimmste, was dann passiert, ist halt immer, wenn wir dann den Menschen fragen und kriegen zwei Antworten, dann ist es eben kein gutes Trainingsdokument. Also das kann man nicht stark genug betonen, dass dieses Training eine ganz, ganz wichtige Komponente darstellt, dass man im Vorfeld saubere Klassen hat. Jetzt, ich springe so ein bisschen kreuz und quer durch die Fragen, weil es viele geworden sind. Hier war eine Frage nach einem vortrainierten Deep Learning Modell. Das passt ganz gut zu dem letzten Punkt. Marc, vielleicht berichtest du erstmal aus deiner Sicht, was das Thema Semantik-NLP-Verfahren, was ihr da vorhabt, und dann gebe ich nochmal ein bisschen Kontext von unserer Seite. Ja, uns interessiert natürlich auch, gerade auch wenn es Dokumente sind oder etc., die ein bisschen, also weniger Inhalt haben, ne, wo man doch noch mehr auf den, ja, halt auf die Semantik schaut, ne, um das näher zu spezifizieren. Ne. Ich kenne jetzt kein anderes Wort für Semantik, vielleicht Bedeutung, ne, Phrasen, Bedeutung, dass man da noch mehr in dieses Verfahren absteigt. Ich könnte mir vorstellen, gerade im Bereich auch, wenn man das Ganze mal mit Chatbots machen will oder so, ne, wo die Sätze doch weniger sind als in so einer E-Mail und noch weniger als in einem Brief, ne? Also da wird es noch mehr auf die Semantik ankommen, denke ich mir, ne? Und deswegen,
ist das auch ein Thema, was wir ja, was wir im Auge behalten wollen, ne? Genau, und das stößt genau in das, was wir strategisch auch vorhaben. Vor einem Jahr habe ich noch gesagt, vorhaben werden. Jetzt kann ich sagen, wir haben es schon getan. Das Thema Semantik, NLU, also Natural Language Understanding oder Natural Language Processing, NLP, ist natürlich die logische Ergänzung noch eines solchen Verfahrens. Wir haben begonnen, textbasiert statistisch, also wie oft und wie stark ist ein Wort relevant für eine bestimmte Dokumentklasse? Wir haben dann dazu getan, das Thema Bild, also Cognitive Classification, so wie gerade vorgestellt, also Layouts, Logos, Anordnungen von bestimmten typischen Merkmalen eines Bildes und die Mischung von beiden. Übrigens, by the way, natürlich auch für Formulare ziemlich spannend, weil die auch über ein Layout unter Umständen erkannt werden können. Und jetzt der dritte Schritt, das Thema Semantik, also Sprachbedeutung, Sprachverwendung, wie es dann immer auch so schön heißt, was wir ja schon länger aus dem Chatbot-Bereich können, hier auch reinzumischen und zu sagen, wir nehmen nicht nur die Textstatistik, sondern auch die Bedeutung von Worten in einem Kontext. Das ist die Weiterentwicklung, die der Cognitive Classifier heute auch schon erfahren hat und die jedem, der ihn einsetzt, dann natürlich auch über die normalen Release-Zyklen so zur Verfügung gestellt werden. Das führt tatsächlich dazu, dass dieser Klassifikator sich entwickelt in Richtung so dieses universelle Modell über alle Eingangskanäle. Wir haben ja schon eine Veränderung zwischen Papierbrief und E-Mail erfahren und wir erleben eine permanente Veränderung der Sprache. Also auch eine E-Mail vor 20 Jahren wurde noch etwas formeller geschrieben, als sie heute so Vielen geschrieben wird von unserem Kunden. Und wenn wir mal fest davon ausgehen, dass Chat und Messenger irgendwann auch Standardkommunikationstools im Geschäftsleben werden, dann ist das natürlich unabdingbar, dass man so ein Verfahren auch mit drin hat. So, und ja, also auf die konkrete Frage, wird ein vortrainiertes Deep Learning Modell genutzt? Ja, an der Stelle ja. Das nennt sich BERT, kommt auch auf der nächsten Folie nochmal. Oder BERT. Was allerdings auch so ein Thema ist, was uns treibt, ist das Thema Standardisierung insgesamt. Also jetzt mal bildlich gesprochen, könnte man das, was die DBK trainiert hat, auch woanders verwenden. Und da ist heute unsere Antwort immer noch schwierig, weil die Schnitte durch die Dokumente, also die verschiedenen Dokumentklassen und was will man eigentlich unterscheiden, doch von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sind. Und wir haben ja nicht nur Versicherungen, sondern auch Banken, Finanzdienstleister und auch Energieversorger und Handelshäuser als Kunden, wo natürlich völlig andere Klassen existieren. So dieser Traum der Standardisierung in einer bestimmten Branche, den träumen wir immer noch und den würden wir auch gerne weiterverfolgen. Die älteste Branche dafür ist ja die Krankenleistungsversicherung. Da ist das schon sehr, sehr früh gemacht worden. Und über alle Branchen hinweg, zum Beispiel auch in der Buchhaltungswelt, Kreditorenrechnungen, Mahnungen, Gutschriften, Zahlungserinnerungen und solche Dinge. Da kann man standardisieren, aber so typische Sparten wie Leben, Sach, Schaden in der Bankenwelt, Privatkunden, Geschäftskunden, Energieversorgung, bestimmte Geschäftsvorfälle, da stellen wir immer wieder fest, die Kunden sind tatsächlich sehr heterogen, wie sie arbeiten. Und das hat viel mit den Geschäftsprozessen und den Kernsystemen zu tun. Insofern ist also Standardisierung sehr, sehr schwierig. Was man aber einsetzen kann und was wir hier in diesem Cognitive Classifier auch tun, sind eben vortrainierte allgemeine Modelle. Die spezielle Ausprägung ist dann immer das Training, was wir im Projekt bei Ihnen machen. Und da kommen wir leider heute auch noch nicht drum herum. Aber jetzt muss ich mal gerade schauen, bevor ich auf die nächste Folie springe, ist noch zwei Fragen offen. Einmal nochmal der Wunsch nach Detaillierung zur Spartenerkennung. Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil es auch hier auf der Folie steht. Die Spartenerkennung, die trainiert mehr Merkmale als das, was der Cognitive Classifier selber lernt. Der Cognitive Classifier lernt, ein Dokument als Klasse zu erkennen. Und wie ich eine Klasse definiere, ist mir natürlich überlassen. Die Spartenerkennung nutzt aber weitere Merkmale, um festzustellen, welche Sparte ist es denn. Das kann eine Versicherungsnummer sein, das kann auch ein Kfz-Kennzeichen sein. Eine Schadennummer, vielleicht noch andere typische Merkmale, auch die Eingangskanäle, die empfangen die E-Mail-Adresse beispielsweise. Und daraus wird unter Zuhilfenahme des Cognitive Classifiers nochmal ein neuer Klassifikator trainiert. Das muss man sich so vorstellen. Der Cognitive Classifier macht quasi diese feinen Klassifikationen in die einzelnen Dokumentklassen oder Vorgangsarten.
Die Spartenerkennung, die macht erstmal die großen Töpfe. Das geht nach links, das geht in die Mitte und das geht nach rechts. Und der Klassifikator, der muss natürlich mit viel mehr Heterogenität arbeiten und wird dementsprechend auch zweistufig trainiert. Erste Stufe, das Ergebnis von Cognitive Classifier, das Ergebnis von so Dingen wie Ordnungsbegriff, Versicherungsnummer, Kontonummer oder ähnliches. Und das alles zusammen in einen Topf wird dann als Spartenerkennung nochmal mit einem Deep Learning-Ansatz trainiert. Und das ist auch der große Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt mal Grobklassifikation oder Grobkategorisierung und dann die Feinklassifikation, die der Cognitive Classifier macht. So, und dann kam noch eine Frage, Marc, in deine Richtung, da darfst du auch ehrlich antworten. Hat die DBK den Cognitive Classifier spezifisch auch bei der Klassifikation von Leistungserbringerrechnungen in der Krankenversicherung verprobt? Und wenn ja, gab es da Unterschiede zwischen Autoclassifier und Cognitive Classifier? Ich habe jetzt bewusst gesagt, ehrlich antworten, weil da arbeiten wir gar nicht mit der DBK in dem Bereich. Genau, richtig. Also das ist bei uns ausgesondert. Wir haben natürlich schon gesehen, dass auch der Cognitive Classifier nicht nur für Bilddokumente Verbesserungen hervorgerufen hat, sondern auch für andere Dokumente. Und gerade bei, also wir haben auch bei uns Dokumentklassen mit Kostenrechnungen, Gerichtsrechnungen etc. Und da hat man auch so out of the box schon eine Verbesserung festgestellt. Ja, also da ist auch Potenzial drin. Für KV-Leistungserbringer kann ich leider keine Erfahrungen berichten. Genau, da kann ich aber noch ein paar Sätze zu sagen. Also die Frage kam tatsächlich sogar aus der Schweiz, wobei das Thema gar nicht so unterschiedlich zu Deutschland ist. Also was wir tatsächlich feststellen, ist das, was du auch gesagt hast, der Cognitive Classifier verbessert auch die Erkennung von Dokumentarten, die bisher mit dem Autoclassifier schon erkannt wurden. Nicht signifikant, aber es ist durchaus keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung messbar. Insofern werden wir perspektivisch natürlich hingehen und werden auch alles, was bisher über den Autoclassifier gelaufen ist, idealerweise über den Cognitive Classifier machen. Und im Bereich in Deutschland PKV-Leistung und in der Schweiz TAMED, TAMED Plus, wie das Produkt dort heißt, werden wir auch diesen Klassifikator einsetzen, weil es einfach auf der Hand liegt, da, wenn etwas stärker ist, dann sollte man es auch einsetzen und nicht nur ausgrenzen, weil es auch so ganz gut funktioniert. Und insofern, also die Erfahrung, die wir bisher haben, ist, der Cognitive Classifier ist über alles stärker. Im allerschlimmsten Fall bei einem rein textbasierten Dokument ist er genauso gut wie der Autoclassifier, denn er macht ja nichts anderes als der Autoclassifier dann auch. Aber in dem Moment, wo ein Dokument irgendwie durch Layout charakteristisch wird, wird er schon stärker. Und das kann ich mir zum Beispiel auch bei den TAMED-Rechnungen in der Schweiz vorstellen, beziehungsweise ich glaube, das haben wir sogar schon verprobt in einzelnen Projekten. Dieses Ergebnis hat sich auch bestätigt. So, und jetzt kommt noch eine Frage, die kann ich tatsächlich nicht im Detail beantworten. Auf welche Daten wird das Modell bei der Bilderkennung vortrainiert? Also, jetzt gehe ich mal auf die nächste Folie dazu, weil das passt dann auch dazu. Was haben wir selber bei Insiders noch vor? Wir werden das weiterentwickeln, weil das einfach im Moment der stärkste Ansatz überhaupt für Klassifikation ist. Wir haben bereits die NLP-Modelle, also das BERT-Modell, integriert und das ist letztlich ein semantischer NLP-Klassifikator, der einfach verwendet wird. Also da wird nichts mehr trainiert, der ist einfach mit eingebaut. Wir haben vorhin einen Screenshot von der GUI gesehen. Wir planen und die Arbeiten haben schon begonnen bzw. beginnen jetzt im Moment, die GUI für den Cognitive Classifier zu separieren und als eigenständige, noch einfacher zu bedienende Web-GUI zur Verfügung zu stellen, die dann natürlich eine Verbindung in Richtung der Dokumentdefinition bekommt, sodass man diesen ganzen Bereich Trainieren des Cognitive Classifiers noch intuitiver, noch einfacher, großes Stichwort ja immer No-Code und Low-Code, dass man das zur Verfügung hat. Und wir werden natürlich weiter an den zugrunde liegenden KI-Technologien arbeiten. Also wo immer sich im Markt was tut, was das Ganze nochmal mit einem Booster versieht, werden wir das einbauen. Letztlich, was dahinter liegt, und das ist jetzt so ein bisschen eine technische Aussage, dahinter liegt ja ein sogenannter Ovation-Server als die Komponente, mit dem wir oder mit der wir quasi alle Deep Learning-Verfahren laufen lassen. Und dieser Ovation-Server unterliegt damit natürlich auch einem eigenen Release-Zyklus. Immer wenn da was Neues drin ist, dann stellen wir das zur Verfügung.
Wer also einen Cognitive Classifier oder eine Spartensortierung oder letztlich sogar auch einen Chatbot bei uns lizenziert, der hat dann am Ende technisch auch einen Ovation Server und der bildet die Basis für diese ganzen Weiterentwicklungen. Ist aber an der Oberfläche gar nicht sichtbar, sondern einfach im Hintergrund die ausführende Komponente, die sowohl trainiert als auch testet und Feedback gibt und vor allen Dingen natürlich in Produktion arbeitet. Ich hoffe, dass ich damit die Frage nach dem zugrunde liegenden Modell beantwortet habe. Wenn nicht, dann würde ich denjenigen bitten, einfach nochmal direkt bei uns nachzufragen. Dann können wir auch noch mehr technische Informationen dazu liefern. Wichtig ist, und auch die Frage wurde hier gerade gestellt, ersetzt der Cognitive Classifier den Autoclassifier? Perspektivisch ja. Heute hat man noch die Möglichkeit zu wählen zwischen dem einen oder dem anderen, insbesondere weil, und die Frage haben wir auch im Webinar vor einem Jahr schon beantwortet, weil der Cognitive Classifier tatsächlich mit einer Zusatzlizenz versehen ist, weil er eben nicht ein Release des Autoclassifiers ist, sondern ein vollständig neuer Classifier. Wie wir das dann kaufmännisch regeln, das müssen wir individuell besprechen. Da möchte ich gar keine pauschalen Aussagen jetzt hier in der Runde treffen. Wir hatten im letzten Jahr schon mal so eine Orientierung gegeben. Die können wir aber gerne dann individuell diskutieren. Aber tatsächlich, perspektivisch wird der Autoclassifier bei uns verschwinden und der Cognitive Classifier dann das Tool der Wahl sein. Ja, perspektivisch ist eine gute Frage. Perspektivisch, wir planen das Release 6 in circa einem Jahr und 2 Monaten, also Ende 2023. Ich gehe davon aus, dass ein SmartFix 6 nur noch den Cognitive Classifier mitbringen wird. Das heißt aber wartungsseitig auch für alle, Release 5 kann beides, wird auch beides weiter haben. Das heißt, so Übergangszeit, bis das dann endgültig umgesetzt ist und für alle verbindlich wird, sind sicher noch 3, 4 Jahre von heute. So, und damit kommen wir dann auch zum Abschluss. Es ist noch eine Frage offen, nämlich wurde für das Training eine externe GPU eingesetzt und wie sieht jetzt im produktiven Betrieb aus? Reichen da normale Serverkapazitäten? Marc, die Frage gebe ich nochmal an dich. Wie arbeitet ihr ab? GPU im Einsatz oder ganz normale CPU? Nee, also wir haben ganz normale CPU und wir haben auch den Server jetzt nicht besonders, ja, nicht besonders hoch ist, ausgestattet. Also da ja, läuft alles normal, sage ich mal. Das ist auch genau die Strategie, die wir an der Stelle verfolgen, dass wir versuchen, es hardwarearm zu belassen. Das wird nicht immer funktionieren. Und je mehr Bild und je größere Bilder dabei sind, merkt man natürlich einen Performance-Unterschied zwischen GPU und CPU. Aber das Ziel ist tatsächlich, wenn es irgendwie geht, performant zu laufen auf CPU. Und gerade mit dem Cognitive Classifier, die Hard- und Software-Anforderungen beschreiben das auch, fordern keine GPU als Zwangsvoraussetzung. So, und damit sind wir dann auch schon am Ende der Zeit angekommen. Ich zögere gerade, wie Sie merken, weil da doch nochmal eine Frage kommt, die aber mit dem Cognitive Classifier erstmal gar nichts zu tun hat. Das ist eine Frage in Richtung OCR. Die würden wir individuell dann beantworten an denjenigen, der gefragt hat. Ich würde gerne noch einen Hinweis geben. Wir haben auf unserer Website einen eigenen Bereich für das Thema Cognitive Classification bereitgestellt. Ich hoffe, ich weiß es nicht, ich hoffe, die ist auch live jetzt. Das war nämlich geplant, dass die um 11 Uhr live ist. Können Sie alle gerne mal ausprobieren. Da finden Sie mehr Informationen, da finden Sie auch einen eigenen Blog-Eintrag. Und darüber hinaus hatten wir jetzt in den letzten 12 Monaten auch einiges schon an PR dazu. Es gab eben die Success Story hier zusammen mit Marc Drewing und der DBK. Wir waren in der Versicherungswirtschaft damit, wir waren im CIO-Magazin, da hat sogar, glaube ich, die DBK massiv zu beigetragen, ohne uns, dass das mal publiziert worden ist. Wir hatten einen ähnlichen Vortrag, Marc und ich, auf dem Versicherungsforum Leipzig. Es ist tatsächlich im Moment ein ganz, ganz heißes Thema bei uns, weil das ein echter Boost im Bereich der Klassifikation gewesen ist, den wir hier erlebt haben. Ein ähnliches Thema haben wir im Bereich der Extraktion vor der Nase. Da werden wir hoffentlich auch bald darüber berichten können, was sich da tut. Wenn weitere Fragen sind, dann schicken Sie uns die gerne per Mail oder schreiben die hier noch im Chat, solange der offen ist. Ich, Marc, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast hier mit mir einen wunderbaren Vortrag halten wollen und können. Ich finde das immer viel schöner, wenn Kunden aus der Praxis berichten und nicht nur der Hersteller seine Werbung macht. Insofern vielen Dank dafür. Ich freue mich natürlich auch, wenn
von den Teilnehmern der ein oder andere auch mal mit uns so ein Webinar halten wird zu einem schönen Thema in Zukunft. Und wir machen ja im Moment ganz spannende Sachen in vielen Häusern. Ja, bedanke mich für die zahlreiche Teilnahme und Marc, die letzten Worte gehören dir. Ja, ich bedanke mich auch, gerade auch vor so einem großen Publikum, doch annähernd 100 Personen. Freut mich, dass das Thema auch für andere so interessant ist und ja, bin gespannt, was hier in dem Bereich alles in Zukunft bringt. Genau, damit sind wir durch. Vielen Dank an alle. Ich wünsche einen schönen Tag und wie gesagt, für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Folien verteilen wir per Mail an alle Teilnehmer und bis bald. Alles Gute. Tschüss.